Ich mache mal meinen Vortrag im Schnellkursus. Einmal A. Mieter, Wohnungseigentümer haben eigentlich das gleiche Problem, ja, heutzutage die hohe Kostenbelastung mit den Nebenkosten. Haben wir eine Lösung entwickelt von unserem Verein? Wir haben erst einmal Verbrauchszahlen für die Region Nürnberg, für die Region München, wissen Sie schon. Also jeder, der es einmal erst einmal wissen will, ob er überhöhte Kosten hat, kann sich an mich wenden. Er bekommt kostenfrei ein Vergleichsdatenblatt der einzelnen Kostenpositionen von Wasser, Versicherungen, alles Mögliche angefangen, schicke ich ihm zu. Der kann dann gucken, ob er überhöhte Kosten hat. Und dann kann er mit mir telefonieren und dann sage ich ihm, was er tun kann als Mieter, was er tun kann als Wohnungseigentümer. Das ist die erste Möglichkeit. Die zwei, also das ist jetzt das, was ich Ihnen grundsätzlich als Basis anbiete, wie ich Ihnen eigentlich helfen kann. Das nächste ist eben das, was wir heute gehört haben. Das hat ja auch alles seinen Sinn gehabt. Sie wissen, dass im Strombereich enorme Kosten auf Sie zukommen sollen. Für einen Zwei-Personen-Haushalt etwa 25.000 Euro in den nächsten Jahren natürlich aufgeteilt, sodass Sie aus meiner Sicht, wenn Sie ein vernünftiger Wohnungseigentümer sind oder Mieter, natürlich protestieren müssen dagegen, gegen das erneuerbare Energiengesetz, sodass die Vorredner, die hier da waren, genau Ihnen das erklärt haben, warum auf Sie als Wohnungseigentümer aus einem neuen Bereich, ja, zu den normalen Steigerungen einfach extreme Kosten zukommen. Der dritte Bereich, da war also, wie gesagt, der Herr Fischer da, der hat Ihnen erklärt, dass eigentlich das, was momentan so, ja, in aller Munde ist, alle Handwerksbetriebe, alle Zeitungen, alle Messen, Bauen, Sanieren, wollen ihn aufschwätzen, dämme dein Haus, sanier es, mach es dicht, mach es einfach durch meine Firma dicht. Viele Architekten sind auf dem Gebiet auch tätig, arbeiten zusammen, viele Hausverwalter arbeiten auch mit den Firmen zusammen, ganz wichtig für die Wohnungseigentümer unter Ihnen, dass Sie wissen, sind Sie grundsätzlich gegen allen Vorschlägen, die voll ins Geld gehen, misstrauisch. Rufen Sie mich an, meine Nummer kennen Sie ja, Sie müssen auch bei uns nicht Mitglied sein, ich werde Sie versuchen zu behandeln, Vorzugsbehandlung, weil Sie heute da waren, sodass ich das im persönlichen Gespräch individuell dann mit Ihnen kläre, wie man Ihnen helfen kann und dann können Sie später entscheiden, okay, dieser Mann ist in Ordnung, dieser Verein ist in Ordnung und dann können Sie so einen Probetest machen und dann können Sie entscheiden, okay, bleibe ich dabei, kostet 40 Euro im Jahr, ist nicht die Welt, ganzes Jahr begleite ich Sie. So, das sind eigentlich im Kernpunkt die Dinge, die ich Ihnen jetzt ausführlich erklärt hätte. Drei Dinge. A, erst einmal überprüfen, ob Ihre Nebenkostenabrechnung, Betriebskosten bei Mietern, Hausgeldabrechnung bei Wohnungseigentümern, überhöhte Kosten hat. Mich anrufen, Vergleichsblatt. Sie sagen, wo Sie wohnen. Die Nürnberger sagen, Nürnberg, ist klar. Bayreuth sagen, okay, ich wohne in Bayreuth. Und dann kriegen Sie das passende Vergleichsblatt und dann stellen Sie fest, ob Sie überhöhte Kosten haben. Haben Sie überhöhte Kosten, rufen Sie mich an und dann reden wir im Detail durch oder ich mache ein Schreiben fertig an den Hausverwalter oder an den Vermieter, wo es hakt. Ja, das ist der erste Vorschlag. Der zweite Vorschlag war eben der, dass Sie einfach das, was Sie heute mitbekommen haben, im Bereich Stromkosten, was auf Sie zukommt mit der Energiewende, überlegen müssen erst einmal A, ob die Leute, die heute hier waren, es ehrlich meinten mit Ihnen und ob Sie jetzt demnächst nicht auch ähnlich argumentieren oder ob Sie sagen, gut, ich bin eh Millionär, geht mir als links vorbei. Ist auch eine Lösung. Also ich will niemanden beeinflussen, wie Sie sich entscheiden. Und das Dritte ist eben das, dass Sie hier ganz eindeutig von Hausverwaltern, von Handwerkern auf den vielen Messen, die es hier gibt, versucht werden zu überzeugen, dass sie energetisch aufrüsten sollen. Es wird gesagt, die Energiepreise steigen drastisch. Es ist teilweise richtig im Ölbereich, im Gasbereich zum Beispiel nicht. Gas gibt es in Hülle und Fülle.
Ja, in Amerika ist Gaspreis auf ein Drittel des früheren Preises gefallen. Wir wissen nicht, wie das sich bei uns entwickelt. Die Fernwärme ist politisch, ja, von den Städten beeinflusst. Machen Sie Widerstand, schimpfen Sie und so weiter. Und wenn Sie da auf diesem Gebiet sich nicht auskennen, dann einfach anrufen oder E-Mail schicken, Brief schreiben, Abrechnung schicken und so weiter. Ich bin für Sie da. Ja? Und damit ist eigentlich mein Vortrag, der im Grunde genommen 25 Minuten gedauert hat, eigentlich auf einen Nenner gebracht. Und dann haben Sie das auch. Okay. Bitte. Haben Sie Fragen, zum Beispiel zu meinem Bereich? Wohnen, Mieten, Eigentumswohnungen. Also noch was, warum natürlich inzwischen auch die, ja, die Mieten steigen, hängt natürlich damit zusammen, wenn energetisch saniert wird, kann ja der Hausbesitzer oder der Vermieter 11% dieser Sanierungskosten auf die Miete draufschlagen. Ja, Effekt ist folgendermaßen, so wie es heute überall ist, dass natürlich ja, die Mietsteigerung oft 200 Euro ist, 150 Euro. Und wenn Sie dann schauen, was Sie im Monat an Heizkosten zahlen, dann sparen Sie sich vielleicht, ja, 15 Euro, 20 Euro. Es ist in einem Unverhältnis. Die Mietsteigerung in der Modernisierung im Verhältnis zu dem, was Sie in Theorie an Energie einsparen. Also auch da Wohnungseigentümer in den Eigentümerversammlungen. Nein, will ich nicht. Komm, schau dir das einmal an. Hier, ich zeige dir was der Fischer gesagt hat. Ich gebe dir Material vom Schutzgemeinschaft für Wohnungseigentümer. Wir haben genügend Material da, was Sie dem Verwalter, Ihrem Wohnungseigentümer, Verwalter um die Ohren hauen können. Und Sie rufen mich an und dann helfe ich Ihnen. So, das andere ist das, was die Frau von Storch Ihnen gezeigt hat oder versucht hat aufzuzeigen, dass diese sogenannte Angst vor dem Euro natürlich eine Welle bewirkt hat im Kauf von Eigentumswohnungen. Die Leute haben, die Geld gehabt haben, haben Angst gehabt oder haben heute immer noch Angst, dass der Euro immer mehr an Geld verliert. Also ist ein Boom entstanden in den Kauf von Eigentumswohnungen. In München haben sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen durch die Verrücktheit der Münchner und weil die viel Geld haben, erhöht die Quadratmeterpreise. Und wenn so ein Eigentümer dann natürlich seine Wohnung vermietet, ja, dann sind natürlich auch entsprechend die Mietkosten hoch. Hier in Nürnberg fängt es jetzt an, Sie haben einen Presseartikel gelesen, dass auch in Nürnberg die Mieten jetzt drastisch ansteigen. Also Sie wissen zumindest jetzt, die Ursachen liegt der Verteuerung im Mietbereich oder bei den Eigentumswohnungen liegt eindeutig in der Eurokrise und in dieser Zinsbilligpolitik, weil eben die Leute früher ja ihr Geld auf dem Sparkonto ließen, jetzt kriegen sie 0,3 oder 0,5% Zinsen. Sagt doch jeder, der ein bisschen Geld hat und sein Alter sichern will, die Inflation ist doch viel höher. Also kaufe ich mir halt irgendetwas und das verteuert halt alles. Ja? Das sind also die Ursachen, die müssen Sie einfach mal durchdenken und dann wissen Sie, dass dieses System halt zurzeit nicht stimmt.